So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist ein kleines, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, gesponsertes Video oder irgendwas. Ich weiß es nämlich selber nicht, was es ist. Ich weiß, was das ist. Das ist Marie. Nicht Hannes, sondern Marie. Für die Leute, die da immer nur ab und zu reinschalten und immer denken, neben ihm, da muss ja Hannes sitzen. Ne? Das ist Marie, das bin ich und wir haben hier eine komische Box bekommen. Kurz zur Entstehung. Mich hat irgendeine fremde E-Mail angeschrieben und hat gesagt, hallo, ich bin von Japan und ich habe gesehen, Sie machen da Unboxings. Darf ich Ihnen eine japanische Süßigkeitenbox zuschicken? Bitte geben Sie mir Ihre Adresse und Bankdaten und die Männer kommen vors Haus. Das war auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig. Da habe ich natürlich alles preisgegeben von mir. Und dann irgendwann hat der Zoll angerufen und Stress gemacht und dann habe ich nichts bezahlt und dann kam trotzdem ein Paket und ich wusste nicht, was es ist, denn der Standort, es kommt von Yokohama, wo auch also GoFest und so Zeug war. Jetzt habe ich das mal ausgepackt, weil ich ja nicht wusste, was es ist und da ist dieser schwarze Karton drin gewesen, eine schwarze Box, wo drauf steht Snack Tokyo. Also hat mir diese betrügerische Erpresserfirma wohl doch einfach nur ein Paket Süßigkeiten geschickt, kostenlos, damit ich die mal auspacke. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie die Seite hieß und überhaupt, also kann ich auch gar keine Werbung dafür machen und sagen, geht alle dahin und holt euch so eine Box, weil ich gar nicht weiß, wo man die herkriegt. So. Also, falls euch eine verdächtige E-Mail anschreibt, gebt immer alles preis, dann kriegt ihr auch so eine Box. Die Box sieht auf jeden Fall cool aus, die ist nämlich komplett schwarz. Und hier vorne mit Gold, dieser Fisch, das ist also ein Goldfisch. Und da sind wohl jetzt japanische Süßigkeiten drin. Und weil Marie sowieso immer Süßes in sich reinstopft von früh bis Abend, ne? Auch zum Mittag, haben wir gedacht, testen wir mit ihr diese Süßigkeitenbox. Denn da hat sie mehr Bock drauf als ich. Wir machen das jetzt auf, machen mal so einen Blick da rein. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. So, was ist das? Wir haben hier eine Packung mit, könnt ihr denken, sieht aus wie so Schokokrossis, ist nämlich in derselben Verpackung drin. Hier sind Starter drauf aus der Paldea-Region. Ja, da ist das Pikachu, genau. Es steht alles japanisch drauf. Das werden wie so Kekse sein oder irgendwas. Ich werde das jetzt einfach mal hier aufreißen an der Seite. Da ist in diesem, ist das Sticker. Da habt ihr hier drin eine Packung mit Feluri, ich weiß nicht, wie es heißt. Da müssten jetzt Kekse drin sein und da könnt ihr jetzt mal alle Kekse probieren. Pupsi ist auch da, die hüpft hinter der Kamera rum. Nicht mehr ein Jonas. Kriegt er wieder nicht auf den Mist. Dafür habe ich eine Schere dabei. So, Schere am Start, da war ich wieder schlau. Mache ich jetzt mal auf, greife mal rein und probiere mal so ein komisches Teil, was auch aussieht wie Pikachu, beziehungsweise sieht es gerade aus, als wären das einfach nur Cornflakes. Schmeckt mit wie meine Cornflakes. Schoko-Geschmack. Ja. Willst du mal eins, Kamerafrau, die so steif auf dem Tisch steht? Ich will noch eins. Lecker. Und ein schönes röstiges Aroma. Schmecken irgendwie halt wie ein leckerer gebackener Keks, nur viel knuspriger. Kleine Schoko-Karamellnote, irgendwas, bisschen Zucker bei, ist süß. Also muss ich sagen, ich bin nicht der süße Typ, aber das finde ich in Ordnung, das hat gut geschmeckt gerade. Das fand ich richtig stark. Wie fandest du es, Pupsi? Ja, ist lecker. Ja, lecker, hat sich schon das nächste geholt. Greif mal hier in die Tüte und nimm mal da raus, was da drin ist. Damit wir wissen, was da drin ist, weil ich will nicht reingreifen. Aufkleber von ein Glurak, okay. Wow. Darf ich die? Eine Tüte extra für einen Aufkleber. Beziehungsweise ist das ein Glurak und ein Hyperball als Aufkleber. So sah die Packung aus von den Aufklebern. Ich will noch eins. Ich pack's hier wieder hier rein. Ich leg's hier mal dahin. Das kannst du dann mitnehmen. Das müssen wir jetzt am Rand lassen und haben jetzt eine Packung KitKat. Hast du nicht letztens auch KitKat irgendwo bestellt extra? Karamellbanane. Was ist das für eine Sorte? Man weiß es nicht. 50 Jahre irgendwas. Was ist das? Was sagt ihr? Ist einfach nur alles schwarz. Und ja, wir packen es einfach mal aus. Man kann eh nichts lesen. Es kommt ja eh drauf an, wie es schmeckt. Diese Sonderedition von KitKat. Willst du ein ganzes?
Da sind ja bestimmt trotzdem zwei. Da sind ja bestimmt trotzdem zwei Riegel drin. Hier auch nochmal, ist sogar eine Hand drauf. Ihr macht einen Shake, Handshake, sonst was. Aufreißen. Schmeckt lecker. Ich bin schlau, ich breche mein KitKat durch und gehe Pupsi einfach ein paar. Weil ich bin ja nicht der süße Typ. Cool. Eins plus. Mhm. Ich will erstmal den Rest noch, wenn es so gut schmeckt. Mir ist das schon wieder total. Oh. Ich glaube, normales KitKat gefällt mir besser. Das ist mir ein bisschen zu herb. Ich mag dunkle, das Butterschokolade. Dunkle Schokolade mag ich gar nicht zum Beispiel. Deswegen würde ich nicht nochmal. Was? Cornflakes besser, sagt sie. Du sagst aber, das ist deine Nummer 1. Ich fand die Cornflakes auch besser. Meinetwegen kannst du die KitKat alle haben, weil ich brauche dich nicht. So. Was haben wir jetzt hier? Wir haben als nächstes, weil es mir gerade zugeflogen kommt, Kratzi, komische Bären, Puzzle-Sachen. Das scheinen also lauter kleine Puzzleteile zu sein aus irgendwie, naja, Süßigkeit. In verschiedenen Farben, was das jetzt aber ist. Sind das Kaugummi-Puzzleteile? Weil das sieht ja so, das muss ja eigentlich ein bisschen fest sein, dass man es puzzeln kann. Oh, ja. Das sind feste kleine Puzzleteile, sehen aus wie Legosteine. Ne? Das sieht aus wie Kaugummis. Ich glaube, das sind Kaugummis. Ja, das sind Kaugummis. Mit in Gelb, in Rot, nee, nicht in Rot, in Gelb, in Blau, in Braun, in allen möglichen Farben so irgendwas. Ja, nimm dir mal einfach hier irgendwas runter. Dann probiere ich auch mal. Nee. Also lauter Puzzleteile. Hier, Puzzleteile, ne? Das kriegt von mir eine Nummer 6. Schmeckt nicht. Schmeckt wie immer die Kaugummis. Schmeckt wie normaler Kaugummi, nur weiß ich nicht, ob das jetzt Kaugummi ist, weil eigentlich schluckst du Kaugummi ja nicht runter, sondern machst ihn dann wieder raus. Aber wenn das so ein kleiner Fitzel ist, schluckst du es ja automatisch mit runter. Das heißt, du isst Kaugummi, den du eigentlich nicht essen darfst. Aber ich schluck meinen sonst auch immer runter. Machen wir uns nichts vor, deswegen, das finde ich gut, weil es ist einfach für zwischendurch mal kurz so irgendwas zum Verschlingen und es ist wenigstens nichts Schokoladiges. Da kriegt man von mir meinen Punkt. Wunderbar. Dann haben wir hier ein Heft. Ein Heft mit einem Bären, mit einer Gabel drauf, bei einem Teller. Und dann ist da nicht. Oh doch, oh mein Gott. Nee, aber auf jeder Seite ist dasselbe. Cool, schreib manchmal. Der Bär mit dem Küken. Keine Ahnung, was das. Da liegt er in der Ecke und schläft oder was. Hier vorne hat er, wie gesagt, ein Sandwich drauf. Also ein kleines Notizheft, was es wohl so gerade dazu gab. Da könnt ihr die Dev-List erstellen, ne? Leute reinschreiben, die cool sind. Und was sehen wir denn als nächstes? Was? Tatze Nudeln. Erzähle nicht, dann nehmen wir die Schokolade hier. Da ist ein Almond Peak. Sieht aus wie Schokolade mit Nüssen. Da sind fette große Nüsse. Das ist schon wieder so Schokoladenzeug. Das ist, ach, das sind Mandeln. Was ist denn Mandeln? Das ist, wenn es regnet, siehst du ja so einen Mandel an, so einen Regenmandel, das beißt das Wasser ab. Wie Nüsse. So, ich sag Nüsse, interessiert keinen. Das ist eine Kindersendung hier. Da kannst du nicht Mandeln sagen. Die kennen nur Nüsse. Weil alle Nüsse sind gleich. Selbst die Kokosnuss. Mach mal auf. Die sind nämlich riesengroß, so wie es ausschaut. Das ist eine sehr edle Verpackung. Wir ziehen es hier raus. Okay, magst du dir eins nehmen? Magst du dir eins nehmen? Ich mag keine Mandeln. Doch, jetzt schon. Für mich magst du Mandeln. Guck mal, wie schön. Ist das nicht herrlich? Wir probieren es mal. Steh einer das Kind. Feinste, leckerste Milchschokolade. Was mit einem, alle? Mit einem Nusskern in der Mitte. Feinste Edelmandel in der Mitte zum Draufbeißen. Mmh. Ich würde das nie essen. Tausendmal besser als diese komische, dunkle, schwarze, muffelige Schokolade da, aber... Das kriegt von mir eine 10. 10 von 10 Punkten, perfekt. Das ist das Beste, da habt ihr es gehört. Ja, denn vorhin dachte ich, das kriegt eine 6. Da dachte ich, das ist eine Schulnote. Aber 10, es gibt ja keine 10 in der Schule. Da muss 10 ja eine Punktzahl sein. Ich meine auch 6.
aus. So, wir haben als nächstes ein... Was hasse ich? Das ist bestimmt was Ekliges. Wir haben ein rotes Tütchen. Da steht ein Typ auf einem roten Ball in der Pfanne. Vielleicht ist das wie getrocknete Rosinen, nur keine Rosinen, sondern was anderes Getrocknetes. Da steht auf jeden Fall ein Samurai mit einer Brille und einem Anzug in der Pfanne. Haust du jetzt ab wegen Jonas oder weil du nichts testen willst? Okay. Kann ich auch mal riechen? Nee, probier lieber. Tu mal die Hand da rein. Du wolltest unbedingt dieses Video machen und hast mich gezwungen dazu, bevor die Leute mal denken, dass ich sie zwinge, hier Videos zu machen. Ich will gar keine Videos machen. Sie will immer unbedingt und deswegen. Du hast mir versprochen. Magst du? Nein. Du hast mir versprochen, das zu testen, weil er das am Freitag nicht testen konnte. Ja, weil du mich genervt hast die ganze Zeit. Nein. Dass du unbedingt die Süßigkeiten und unbedingt Videos und alles andere. Sauer oder Salz oder Obst. Sauer, salzig? Ja. Warte mal, das, vielleicht ist es Lakritz. Kann ich das nicht probieren? Kann ich nicht. Das muss ich hier richtig. Ja. Vielleicht ist es halt eine Sauerlichkeit. Ja, auf jeden Fall ein. Ich kann es nicht deuten. Wenn du aber in der Apotheke was brauchst für einen Hals, so ein Hustenbonbon, Draché, wie Wick Rachendrachen so, wie diese mit Kirsch, Wick Rachendrachen mit Kirsch, Geschmack. Irgendwie hat das so eine Note im Abgang. Kommt erstmal ein bisschen bissig daher, ist gleich weggelutscht und dann hast du dieses trotzdem hart gummiartige Zeug, wo du drauf rumkaust. Also keine Ahnung, was es ist, aber man kann es essen, sag ich mal dazu. Kann ich mir eins aussuchen? Also eben schon. So. Ja, ich verehre das. Ja, ja, natürlich wolltest du genau das. Ja. Oh, das ist Conan der Barbar. Kannst ja auch das nächste dann aussuchen. Conan der Barbar in der Tüte. Da kommen wieder die Conan, die Barbaren-Maß. Wir ziehen das hier auf. Und haben hier drin jetzt lauter einzelne Stücken, was entweder Schokolade ist oder es ist Kaugummi. Ich nehme den hier. Da es total säuerlich riecht, denke ich mal, das ist sowas wie so Dextroenergen, so Traubenzuckerzeugs. Wahrscheinlich, weil es riecht halt genauso. Sicher. Ja, natürlich muss es Kaugummi sein. Na, dann iss mal dein Kaugummi. Das riecht manchmal wie du, das Kaugummi. Nach Zwiebeln unterm Arm oder was? Nein, was du immer manchmal nach Becks unterm Arm. Na, hier, was du immer hier. Das ist aber schon wieder saurer Kaugummi. Meine Waffe. Die rennt schon wieder los und göckt ins Gebüsch. Weißt du mal auch weg? Wunderbar, herrlich. Noch nie sowas Gutes gegessen. Ich kenne euch doch. Ihr trinkt doch immer diese extrem sauren Energy-Drinks. Ist das genau das Richtige für euch? So was braucht ihr. Ich jetzt so, was willst du denn? Ich kann mal das hier nehmen. Toll, Rotz in der Tüte. Jetzt muss ich gucken. Dein Sticker ist weggeflogen. Nein, mein Sticker? So, wer das Video gesehen hätte, was ich hätte hochladen wollen, wo die Dateien weg sind, der hätte gewusst, was sich Pupsi im Urlaub gekauft hat, im Orion. Jetzt haben wir den kleinen Bruder davon gefunden. Guckt mal, mit Noppen, nicht gerillt und sieht richtig cool aus. Kannst du sogar so machen, ganz Tag. Da hörst du Pupsi, wenn sie durchs Schlafzimmer läuft. Wie beim T-Rex bei dem Jurassic Park Film, wo der das Handy verschluckt hat. Du hast immer gehört, wenn er dann in der Nähe war. Was es ist, weiß ich nicht. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal auf. Kennst du das? Nein. Ist auch nicht. Ich kenn gar nichts. Nichts kenne ich. Ich weiß nicht, wie meinen eigenen Namen. Hat hier eine komische... Das riecht ja wie Bubbles aus dem Bubble-Tea. Und ja, das sind irgendwie so kleine... Schmeckt richtig lecker. So kleine Gummistückchen drin. Ich habe nur ein Foto. Gummistückchen, rot, Gummistückchen, gelb. Pupsi! Mama, du musst es auch mal aufhören, es schmeckt recht lecker.
Hier, Bubbles aus dem Bubble Tea. Also, 10 vor 10. Ist okay. Vorhin war 10 was Schlechtes, jetzt ist 10 plötzlich was Gutes. Versteht ihr das? Gut, dann nehme ich nämlich jetzt das ich nächste. Darf ja, dann such du was aus. Danach Fanta. Darf ich was aussuchen. Fanta! Na, das ist jetzt aber, na, eigentlich hätte ich gesagt, bestimmt Kaugummi, aber das sieht schon wieder komisch aus. Ein Fanta-Riegel zum Essen, zum Naschen, zum Machen, zum Tun. Wir machen den mal auf. Wir gucken da mal rein. Da steht aber was mit Chew. Das dürfte also auch wieder was Kaugummiartiges sein. Oh, hätten wir uns einen Beutel mitgebracht, wo wir einen ganzen Müll reinpacken. Das kann doch nicht sein. Dann geht's auch noch so schwer auf. Müll, bist, willst du wegen jedem Einzelnen? Na gut, du läufst eh immer zu hin und her. Hier für dich! Danke! Hier für dich, 10 von 10. Da sind so kleine Backsteine drin, die einzeln eingepackt sind. Und dann machst du die Backsteine auf in der Silberfolie mit lauter Zeug dran. Das sieht interessant aus, weil du hast ja hier außen rum und innen drin ist es weiß. Wie eine Füllung, wie ein, was hier in diesem Colorado-Lakritz-Zeugs immer drin ist. Vielleicht sind das Huba Buba in der Fake-Edition. Kaubonbon. Also kein Kaugummi Huba Buba, sondern ein Kaubonbon. Rennst du hin? Der ganze Tisch hier ist voll. Das soll ich gleich alles mitnehmen können. Also das bleibt hier, aber hier das, wenn du immer hin und her laufen willst, dann kannst du ja das ein bisschen nicht. Wenn der Wind kommt, ist alles runter und deswegen suche ich mir schnell was aus. Mann, ist das aggressiv. Ich hab das Kuchen. Ja, das ist eklig, genau. Hier, während ich das Kaubonbon versuche zu kauen, haben wir ein braunes Stück Ast mit einem bunten Stern an der Seite. Was sehr fluffig aussieht, aber innen drin wohl ein bisschen hohl ist. Ich bin schon fertig. Ich dachte, das heißt, ich bin auch hohl. Also, wollen wir mal probieren? Das kann sieht bestimmt toll aus. Machen? Hier, bitteschön. Ist wie so Puffreis oder irgendwas? Cornflakes, Grübel, Kackenriegel. Noch etwas ja, nimm das Stück am besten. Also ist wie so Puff oder diese Reiswaffeln, die es gibt von Nippon. Kann ich mir dann wieder Nippon, eins aussuchen? Nippon, Reiswaffeln. Hast du da dabei, original? Was ist das? Gut, du hast das genommen. Nein, also das. Ich wollte eigentlich... Wir müssen doch eh alles nehmen. Jetzt schneide ich das auf und dann spritze ich dich voll und dann... Wer? Guck mal, grüner mal Schleim. Das ist irgendwie, glaube ich, zu trinken. Grüner Schleim. Kann ich mal ganz kurz? Du musst einfach kurz mal dran ziehen. Oh, jetzt ist es ein Zusammenhang. Du musst, beiß es mal durch. Das geht ja gar nicht. Jetzt beiß! Schnell! Die Mama will doch auch noch was! Jetzt ist es schon wieder abgehauen. Schmeckt wenigstens nach Waldmeister, weil es ist halt grün und schleimig. Also ich würde das von 9 von 10 geben auch. Müssen wir den Rest noch? Es ist total weich, glibbrig, schleimig. Irgendwie hat es auch total wenig Geschmack, finde ich. Ich habe jetzt gedacht, es knallt richtig rein, das ist brechsüß, aber irgendwie ist es so... Weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben, habe ich keine Ahnung, wie man das irgendwie und deswegen... Guck mal hier rein, dann haben wir eine richtig bunte Stange. Da ist hier oben, da ist ein Hamburger drauf. Hier ist ein Affe drauf, dann ist hier noch ein Affe daneben. Dann habt ihr hier noch so einer, der serviert so irgendwas. Teriyaki steht da oben drauf. Hä? Ist ein Subway-Sandwich drin? Pupsi! Das scheint so eine ähnliche Rolle zu sein wie vorhin, nur halt nicht so als süß angelegt, sondern vielleicht als, naja, als halt was Herzhaftes, was Gutes. Nee, das ist meins, guck. Oh, na, nicht so viel, denk dran, die Mama hat Hunger. Die würde ich mir so kaufen, wenn sie zu essen gibt. Stell dir vor, das sind deine Jalapeno Cheese Curls. Jetzt gönnt die das schon wieder raus. Das kann doch nicht sein. Meine Lieblingsstange, die hat jetzt aber 10 von 10 in der Schule. Ja, das ist halt die Teriyaki.
Ich würde das von 1 von 10 geben. Das war so eine große Erdnusslogge, habe ich noch nie gesehen. 1 von 1, jetzt wird noch Werbung gemacht. Marcel Davis. Wenn wir gerade mal bei den komischen Dingern sind, weil Pupsi ja beschäftigt ist, müssen wir uns die Sankagu Crackers rausholen. Die sind bestimmt auch knusprig, die sehen aus wie Dreiecke und die werden wir jetzt auch mal aufmachen und dann mal gucken, was die Sankagu Crackers machen. Ach, die sind extra hier in so einem, oh wie süß, in so einem kleinen Beutelchen, in so einer kleinen Schale. Und die kannst du so einzeln rausnehmen. Komm, renn zum Gebüsch, Göcks raus, da warte ich schon drauf. Mal probieren, ob die einen Geschmack haben. Du kennst bei uns den Billigmist, den es da gibt von Leibniz in der Packung mit 10.000 anderen Sachen drin. Ja. Ja, aber nicht die Sankagu Cracker. Mit dem Cashew. Von hier auf der Packung haben die alle grüne, so ganz kleine grüne Kräuter drauf, alles. Und hier nichts, nichts. Die haben Löcher, aber die haben keine grünen Kräuter. So, das finde ich gut, das stelle ich mal dahin. Ja, danach kann ja Marie wieder, hier ist noch Müll. Juhu! Das ist ein Schoko-Chip-Cookie mit Vanille-Geschmack. Ist das Cookie? Country Mom Open. Den kann ich bestimmt einfach aufreißen. Jeder muss teilen. Ja, teilen. Teilen? Warte, so sieht der Cookie aus. Der Country-Cookie. So, dann kriegst du das größte Stück, weil das wird ja auch nochmal geteilt. Du kriegst das, ich nehme das. Country Cookie. Vanille. Warum ist da ein Kot drin? Ich weiß es nicht. 10 von 10. Schmeckt mir ein maler Cookie. Willst du dann den anderen gleich hinterher? Oder eigentlich das hier? Waren halt nett. So. Kommen wir halt komplett durcheinander. Jetzt gibt's nämlich Cola. Eine einzelne Cola, Gummi, Flaschen, Dings, irgendwas. Woher willst du wissen, dass es sauer ist? Ja, nur weil da weiß es. Zucker ist sauer? Da habe ich wieder was gelernt. Ich sollte öfters. Hey! das riecht ja komplett nach Brause, Pulver. Nach... Ich habe das nur hinten am Zippel. Das teilen. Willst du mal? Warte, ich mach's auch mal so. Also ich hatte es besser vorgestellt. Schmeckt's? Ja. Nicht? Weg damit. So. Ab durch die Hecke. 6 von 10. Das ist für die Vögel. Dann tut sich der Magen zusammenkleben. Weil die Vögel, die picken nämlich immer den... Bubi, jetzt kannst du mal aussuchen. Wieder ein Cookie. Ein Cookie, genau. Nehmen wir den, da gibt's keinen Streit. Das ist jetzt ein Schoko-Chip-Cookie Cocoa. Der eben war ja Vanille. Der ist Cocoa, das heißt, so mit Kakao kriegt. Wo kommt das her? Jetzt habe ich hier plötzlich so grünen Schleim an der Hand. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber. Das Trinken, ne? Ja, und wo kommt der auf einmal her? Das haben wir schon lange weg. Verfolgt mich. So, du kriegst wieder das Stück. Du kriegst das Stück. Übrigens war der Kakao-Schoko-Cookie-Dings war halt braun. Ah, ist ja lecker, oh ja. 10 von 10. Wenn wir einmal bei so komischen Kekszeug sind, nehmen wir uns gleich den Typ, der einen auf Anton macht und die Hände über den Kopf zusammenschlägt, so Anton, ah. Na, der tut auch seine Hände so hoch wie, ah. Guckt nur nicht so, guckt halt anders. Das scheint auch so ein Plätzchen zu sein, was wir mal aufmachen. Kannst du mal ein Bäckerplätzchen machen? Mal rein, guck mal eine Rosette. Oh ja. Kann ich mal beißen? Warte, ich brech dir was ab. Hui! Ja! Oh. Kaka! Der, wenn du den auseinanderbrichst, dann. Wie? Hier, willst du probieren? Der ist bestimmt übelst schokoladig und cremig und mega lecker. Ich muss mir mal hier drüben ein Stück abziehen. Das muss ich ja. Hey, jetzt kommen die nicht wieder. Was ist denn das denn? Spuck dir das wieder raus in die Wiese. Vor allem, das schmeckt wie Nutella. Letztens hat sie geheult, weil das Nutella-Glas leer war. Und jetzt? Oh. Nutella, weg damit, ne? Nee, das kann nicht mehr aufhalten. Total eklig.
1 von 10. Schmeckt ganz normal, lasst euch nichts erzählen. Ich hab's dir mal hier hingelegt an die Seite. Das ist kein Problem, weil das schmeckt richtig gut. Machen wir das hier? Ja, dann mach halt das. Wie du das teilen willst, weiß ich nicht. Da habe ich nämlich braune Finger. Ein kleines Erdbeerbonbon. Wir drücken mal hier unten dran. Dann geht die Tüte vielleicht schon auf. Hier kleben Haare überall. Was ist denn los bei euch? Ich hab so. Mich aufhören. Ja, das ist ein, ein Erdbeerbonbon. Einer das Erdbeer, einer nimmt das und einer nimmt das und wird auch noch eins. Willst du Erdbeerbonbon? Du spuckst es eh wieder aus. Ich kenn dich da. Ich mag's nicht, wie die anderen Sachen schmecken. Na warte, ich probier mal kurz. Kann ich mir das hier auch machen? Also eigentlich ist das zum Lutschen. Aber das geht ja so einfach auseinander. Oh, das Bockelpudding. Muss ich euch vorstellen. Ein kleiner Napf-Pudding. Kann ich ihn essen? So wie es aussieht. Ein Pudding guckt euch an und freut sich. Und so sieht er dann aus, wenn er hier drin ist. Soll ich sie aufmachen? Nee, ich kann das schon alleine. Du kannst auch mit Backung essen. So, Pupsi hat noch sowas, was auch immer. Wir machen es mal auf. Ist bestimmt auch wieder ein Bonbon drin zum Lutschen und zum Machen und zum Tun. Einfach aufziehen. Ja, wieder ein Bonbon, aber ein anderes. Beziehungsweise ein unförmiger Klumpen etwas in Grün, in Limettefarbe. Das ist bestimmt ein Kaubonbon. Ich esse das einfach. Ja, das willst du? Na, hast du nicht gesagt, Pupsi hat? Hast ausgesucht. Oh, das ist Apfel. Okay. Das ist sehr gut. Ich krieg das nicht auf. Ich krieg das noch nicht. Das ist schon auf. Das ist doch auf. Ja. Du musst dir nur noch im Mund stecken. Ja, aber wie bitte? Da unten ran drüben. Oh, ja, dann geht's nach oben raus. Dann bin ich wieder. Du musst selber. So. Nicht. Dann kommen wir mal kurz zu dem Pottykay, weil Pottykay, wenn du unten liegst, sagst du Bescheid, gell? Gut, dann können wir das natürlich machen. Pottykay sieht für mich jetzt erstmal aus wie Salzstangen. Nur ein bisschen dicker, vielleicht sind es auch Sesamstangen, aber nur so ein kleines Tütchen. Da warte ich jetzt wieder was schön Knuspriges. Wir schneiden mal hier auf, aufpassen, dass ihr nicht in die Pottykay-Stangen reinschneidet. Kommt auch in so. Sieht aus wie die Katzenleckerlis. Sieht einfach komplett anders aus. Kommt auch in so einer Schale, wie die Schale schon war. Jetzt frage ich mich aber, warum hier so schöne, helle, fast schon nach Käsestangen aussehende, mit einzelnen Punkten drauf Stangen abgebildet sind. Und hier habt ihr braune, schlanke, glatte, ohne irgendwas zu sehende, keine Ahnung was. Ich habe immer noch das ganze Bonbon hier drinnen kleben. Wie eklig. Ich finde es nicht. Schmeckt nach Brot. So, jo. Brot an der Stange zum Essen, wunderbar. Mhm. Jetzt noch eine Bockwurst dazu und das Leben ist perfekt. Dann nehmen wir jetzt mal das. Aber, das ist bestimmt auch wieder so ein komischer Mais-Snack, wie vorhin. Da ist eine Katze drauf. Und die Katze, die kocht, macht den Deckel hoch und da seht ihr hier einen Maiskolben, der da in der Pfanne schmort. Und unten steht ja auch Corn Pottage. Scheint also ein Mais-Snack zu sein, wieder ein Maisröllchen, wie wir es jetzt schon hatten. In der süßen Variante, in der Teriyaki-Variante. Und das ist die. Naja, leck halt dran rum. Hallo! Ich beiß einfach mal rein. Okay, das ist etwas für dich, das ist nicht für mich. 2 von 10. 3 von 10. Das schmeckt wie Buttermais. 3 von 10. Du kannst ja Mais kaufen auch in einer Dose drin, wo Buttermais draufsteht, wenn du den machst, der halt wirklich so einen extrem butterigen Geschmack hat. Muss ich ja liegen lassen für Pupsi, die muss ich nämlich noch probieren. Deswegen nehme ich mal darüber.
Weil wir bei diesen Dingern sind, machen wir gleich das nächste auf, wo du dann wieder dran lecken kannst, während ich reinbeiß. Diesmal aber in der lilanen Edition. Ich mag lila, lila ist mein Lieblingsfarbe. Die Katze freut sich auf jeden Fall. Die Katze hat eine Krone auf und hat Knossi geguckt im Stream. Unten ist ein Typ, der hat kaum noch Zähne im Mund, hat ein Heftpflaster auf der Nase. Der hat wohl Stress mit der Katze gehabt. Boah, machen wir das mal auf. Okay, ich leck nur. Das sieht richtig gut aus. Ich hoffe, jetzt fliegt dir der Kopf weg, weil es so brutal aussieht. Und nach was schmeckt's? Vielleicht ist es einfach nur Pizza-Geschmack, kann sein. Gibt ja so Stangen immer mit Pizza-Geschmack. Ja, es schmeckt ein bisschen nach Paprika, ne? Kannst du mal machen. Jetzt habe ich hier drin noch das und weiß nicht, was das ist. Und jetzt mache ich das auf und dann war es ein Origami oder was. Und gleich ist es ein kaputtes Origami. Und jetzt ist es ein... So, jetzt ist es kaputt, jetzt können wir es wegtun. Jetzt ist es Müll. Ess nicht das andere Zeug dazwischen, du hast ja noch Zeug zu tun. Was ist denn das? Jetzt wollte ich das auspacken. Dabei ist es Müll. Das haben wir noch. Hier haben wir Lotte. Kennt ihr Lotte mit dem Herz, was aussieht wie ein Apfel? Das sind jetzt aber Kaugummis, oder? Hier ist auf jeden Fall eine Grapefruit drauf. Müsste eine Grapefruit sein. Genau, hau dir mal die Dinger rein, das ist super. Ich mach so lange mal das auf. Und das, hey, das sind wirklich Kaugummis. Wie wir sie hier kennen, wenn du die so auspackst und dann extra nochmal so einen Streifen drumherum hast, innen drin diese Folie, diese Silberfolie, willst du auspacken. Jetzt mal probieren. Kennt ihr Big Red, der Zimt-Kaugummi? Der knallt ja schon immer rein. Das müsste jetzt Grapefruit-Kaugummi sein. Packst du aus, hast einen Grapefruit-Kaugummi-Streifen. Mal probieren. Ich sag doch, der ganze Müll fliegt rum. Aber jetzt, du hast nur abgebissen, das ist schlau. Ich würde das nicht kauen. Wieso denn? Ist fruchtig, ist frisch, ist ein bisschen minzig, so wie Airbus. Finde ich gut, schmeckt erfrischend, perfekt, was? Die eine Stange fand ich richtig gut, die schärfere. Die andere, ja, gewinnungsbedürftig. Buttermais, so irgendwie so. Ja, dann ist noch ein Cup hier drin. Hupsi sagt, das ist ein Nudelcup. Ja. Man kann halt nichts lesen. Den könnte man ja extra bei Ramses Kitchen mal testen. Dann schreibt man da hin, unbekanntes Nudelobjekt Nummer 8, um den dann mal zu testen, wie der schmeckt. Man könnte es auch hier hinten dranhängen, aber es geht 33 Grad, deswegen können wir das Video auch einfach beenden. Ist aber auch von Nisin. Nisin ist ja eine Marke, die steht bei uns in jedem Supermarkt. Sie haben hier was Besonderes, was man nicht lesen kann. Jetzt kommt der Wind, alles fliegt vom Tisch und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Marie hat halt viel mit dem Gebüsch gearbeitet. Pupsi hat alles gleichzeitig gemacht. Ein paar Dinge waren dabei, wo ich sage, ja, die waren ganz lecker, aber ich würde mir trotzdem niemals wieder so eine Box holen, weil ich nicht der süße Typ bin. Wäre das eine Nudelbox? Da hätte ich zugegriffen. Vielleicht gibt es bei denen sogar sowas. Oder Getränkebox, sowas. Getränke, Softdrinks mal, so hin und her. Nicht hier das alles essen, kauen, machen, schlurben. Ansonsten, wenn ich rauskriege, wo das her ist, dann kann ich es ja irgendwie verlinken und kann da oben Werbung dran schreiben oder so. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nichts. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Tschüss. Euer Pupsi. Tschüss. Und euer Hannes, genau. Tschüss, Marie.